Hi, ich grüße euch hier zu einem neuen Video. Ich bin gerade auf Blattsuche. Die Hochwasserphase ist vorüber. Der Fluss ist jetzt im Sinkflug, das Wasser fällt. Wir haben das Top-Water-Angeln, das Angeln dicht an den Bäumen eingestellt. Und ich möchte jetzt versuchen, die Waller wieder grundnah direkt in der Kante hier zu diesen Büschen, die immer noch teilweise im Wasser stehen, abzuholen. Man sieht immer wieder hier Weißfischaktion direkt in den Hecken, also die ganzen Büsche, die sonst am Ufer standen, stehen immer noch teilweise im Wasser. Das Wasser läuft jetzt langsam zurück und ich glaube, dass die Waller hier am Fuß, an der Kante unten, direkt unter diesen Büschen entlang ziehen und versuchen, noch leichte Beute zu machen. Denn genau in diesen Bereichen können sie ihre Beutefische perfekt in die Kante drücken. Ja, und wegsnacken. Wir werden versuchen, mit ganz leichten U-Posen-Montagen direkt in der aufsteigenden Kante unter diesen Büschen hier zu angeln. Ich denke, dort wird es jetzt auf jeden Fall noch knallen. Dort werden wir noch ein paar der vollgefressenen Fische von der Hochwasserperiode abholen können. Denn ein Waller ist faul, ein Waller ist träge. Er sucht sich immer den einfachsten Weg, um an Futter ranzukommen. Und wenn er hier in der Kante steht und nach oben schnellen kann in die Hecken. Schauen wir mal, ob es funktioniert, der Plan. Ihr seid dabei, ab geht's. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Ich habe mein Boot jetzt hier direkt in den gefluteten Hecken schön im Ufer versteckt, damit wir keine Scheuchwirkung auf die Fische auswirken. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie wir unsere U-Posen-Montage direkt unter diesen Hecken hier in der abfallenden Kante perfekt präsentieren können, ohne dass die Schnüre uns ins Wasser hineinfallen. Normalerweise arbeite ich sehr gerne mit diesen Umlenkern. Aber hier haben wir natürlich jetzt aktuell noch das Problem, das Wasser ist noch zu hoch, dass wir die Umlenker nirgendwo am Ufer jetzt hier fixieren können. Ja? Die Büsche ragen weit ins Wasser hinein. Mit dem Umlenker können wir aktuell nicht viel anfangen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns eine Alternative überlegen, unsere Schnur trotzdem direkt über die Büsche hier umzulenken. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, eure Schnur irgendwo hier auf so einen herausragenden Astarm draufzulegen. Aber wenn ihr doch eine weitere Entfernung angeln möchtet, kann es euch passieren, dass die Schnur irgendwie durch Wind, Welle runterfällt, ins Wasser fällt nach dem Ablegen. Und dann wird es wahrscheinlich nichts mehr werden, denn ihr habt eine Scheuchwirkung im Wasser. Je mehr Schnur durch die Wasserlinien läuft, desto eher werden die Waller euch am Angelplatz bemerken. Deswegen machen wir Folgendes. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich werde mir kleine Reflektorausleger mit einer geflochtenen Schnur relativ knapp an der Wasserkante anbringen. Diese fungieren dann als Umlenker, Fixpunkt und auch zugleich Orientierungspunkt, wo meine Montage präsentiert wird, damit ich diesen Platz bei Nacht relativ schnell wiederfinde. Nehmt da einfach ein Stück alte geflochtene Schnur, die hat jeder Welsangler zu Hause, und macht ans Ende euch eine kleine Schlaufe. Ins Ende der Schlaufe bindet ihr euch einen kleinen Karabiner rein. Kennt ihr, ganz normales Auslegesystem. An diesen kleinen Karabiner binde ich jetzt ein ca. 10 cm langes Stück einer dünnen Reißleine. Ich nutze in dem Fall eine 0,35er Mono. Mache mir da jeweils ans Ende oben und unten eine Schlaufe. Und hänge diese hier in meinen Karabiner ein.
Ans Ende der Mono kommt hier so ein kleiner Karabiner drauf. Die sind auch in Kürze bei uns im Programm erhältlich. Ihr könnt hier auch einen normalen Wirbel benutzen. Ich finde aber diese kleinen Karabiner mit dem flexiblen Clip hier super praktisch. Denn ihr könnt rasend schnell beim Vorbeifahren eure Schnur einklicken. Und der Durchmesser ist so groß, dass auch problemlos ein Schlagschnurknoten durchrutscht, dass da nichts hängen bleibt. Dieses Teil ersetzt mir jetzt in dem Moment unseren normalen Umlenker, weil ich keine Chance sehe, diesen hier am gewünschten Angelplatz irgendwo am Ufer zu befestigen, weil ich nicht ans Ufer richtig rankomme. Mit der geflochtenen gehe ich jetzt ganz knapp über die Wasserlinie an irgendeinen dünn beliebigen Ast. Fixiere mir den da. Ganz einfach. Und habe jetzt den perfekten Umlenkpunkt und zeitgleich Fixpunkt für meine Montage. Nachdem ich sie hier direkt in der abfallenden Kante unter den Hecken abgelegt habe und die Schnur wieder nach oben umlenke zu meinem Angelplatz. Wenn der Biss kommt und ihr euch dem Fisch nähert mit dem Schlauchboot oder auch vom Ufer aus drillen möchtet, reißt die Reißleine, der Waller kann also frei gedrillt werden und ihr findet später, wenn ihr erneut die Montage auslegen möchtet, über diesen kleinen Ausleger hier, der auch nachts im Schein der Kopflampe leuchtet, euren ausgewählten Angelplatz, eure Kante unter den Hecken schnell wieder. Wenn ihr jetzt nur mit einer geflochtenen arbeitet, ist natürlich auch möglich, nur dann bei Nacht findet ihr nie wieder den Punkt und müsst immer wieder neu mit dem Echolot eure Angelstelle suchen und eure Montage neu binden. Nach dem Biss verbleibt der kleine Ausleger hier mit dem Karabiner in den Hecken hängen. Ihr drillt euren Welt und beim nächsten Setzen der Montage müsst ihr einfach nur wieder ein kleines Stück Reißleine mit eurem Karabiner, der auf der Angelrute verbleibt, also auf eurer Hauptschnur bis hin zum Vorfach dann mitrutscht, neu montieren, Montage absetzen, wieder neu einklinken und habt so eine ganz tolle Möglichkeit, eure U-Posen direkt unter den Büschen hier zu präsentieren und die Schnüre perfekt umzulenken und lauft nicht Gefahr, dass durch Wellenschlag, durch Wind, durch zu viel Druck die Schnur irgendwann ins Wasser hineinfällt, wenn ihr weitere Entfernungen angelt und die Welse so verschreckt. Ich suche mir jetzt in dieser Kurve, wo wir uns befinden, mehrere Spots aus, die vom Echolot für mich interessant erscheinen, fixiere dann dort an den überhängenden Büschen meine Umlenker, dass das alles vorbereitet ist und dann wird die Montage gesetzt, eingeklinkt und direkt zu unserem Angelplatz zurückgeführt und die Ruten kommen auf Spannung. Genau unter den Büschen hier haben wir immer noch ganz anständige Wassertiefen. Jetzt genau unterm Boot haben wir eine Tiefe von 1,80, knapp 2 Meter. Und das ist natürlich der perfekte Bereich für die Beutefische, sich hier zu verstecken und Nahrung zu finden, Schutz zu suchen. Und aber auch für die Räuber hier unter den Hecken, unter den Büschen Beute zu machen. Und genau diese Bereiche, wo die Kante schön langsam unter die Hecken hochdrückt, suche ich mir jetzt raus, um unsere Umlenker hier zu montieren. Die Schnur wird dann schön versteckt. Ich weiß nicht, ob ihr es hier erkennen könnt. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Die Äste der Hecken gehen nicht bis auf den Grund runter, sondern nur bis knapp an die Wasserkante ran. Und genau darunter ist wie so ein Tunnelsystem. Und genau darunter sollen unsere U-Posen-Montagen locken. Ich fixiere mir jetzt an den heißen Bereichen, die ich mir raussuche, unsere Umlenksysteme. Nehme hier so ein paar dünnere Ästchen. Es muss ja nicht viel halten, es soll ja nur meine Schnur halten. Die aufsteigende Hauptschnur nach dem Ablegen der Montage. Möglichst weit unten dafür an der Wasserkante bleiben, also nicht zu weit hochhängen.
seht ihr so schön, wenn ihr nachher die Montage dann auslegen möchtet, findet so gut wieder. Und meine Schnur läuft dann später über diesen kleinen Karabiner hier direkt in die Kante rein. Bei der Köderpräsentation jetzt hier in der abfallenden Kante unter den Hecken machen wir kein großes Hexenwerk. Es kommen circa 2 Meter lange, 1,2 mm starke Monovorfächer zum Einsatz mit leichten U-Posen. Hier werde ich ein bisschen variieren. Die H-Montage kommt zum Einsatz. Wir haben keine großen Köderfische, normale Köderfischgrößen. Und da ist die H-Montage die perfekte Methode, um kleine Happen sehr unauffällig hier zu präsentieren. Ich werde ein bisschen mit der U-Pose experimentieren. Also ich werde ganz, ganz leichten Auftrieb verwenden. Hier die Tree-U-Pose mit 10 Gramm Tragkraft. Ich werde mir jetzt aber auch noch ein Vorfach bauen mit den Mikro-U-Posen. Da werde ich 2 direkt hintereinander schalten. Und auch die EVA-U-Pose kommt zum Einsatz. Also ich werde die 10 Gramm Tragkraft nicht überschreiten, wenig Auftrieb, ganz flaches Köderspiel direkt in der aufsteigenden Kante und dabei ganz leichte U-Posen auf dem Vorfach, um den Köder nur ganz knapp über Grund anzuheben. Auf jeden Fall nicht zu viel Auftrieb, damit es der Köder nicht schafft, vielleicht sogar in die Hecken reinzugehen oder auch zu hoch präsentiert wird. Wir setzen jetzt hier direkt unter den Hecken unseren flexiblen Umlenker mit der Reißleine ein. Machen uns gerade hier ein paar Äste zusammen, dass wir ein bisschen Druck haben. Im Endeffekt ist es ja nur dafür da, dass die Schnur schön übers Ufer geleitet wird. Und direkt nach dem Ablegen der U-Pose hier unter den Hecken die Schnur nach oben kommt und nicht ins Wasser fallen kann, also dass die Fische keinen Verdacht schöpfen. Würde auch mit dem normalen Umlenker perfekt funktionieren, aber kriegen wir jetzt halt bei dem Wasserstand nicht unter. Deswegen greife ich dann gerne auf die Möglichkeit der Reißleine zurück. Dann auch gerne mit den kleinen Reflektorauslegern, damit wir es bei Nacht schnell wiederfinden. Aber wenn ihr euch jetzt nur so eine geflochtene dünne Schnur in die Bäume hängt und dann nachts einen Biss bekommt, das findet ihr nie wieder euren Anbindepunkt. Deswegen gerne einen kleinen Ausleger dazu mit benutzen, der die Reißleine trägt zum Umlenken eurer U-Pose-Montage. Direkt unter die Hecken, die Kante unter den Hecken, wo wir die Welse jetzt vermuten. So sieht es dann aus. Unten dran habe ich jetzt hier so einen Clip, dass wir schnell unsere Hauptschnur einhängen können. Und dann geht es auf direktem Wege zurück zum Angelplatz. Okay, ich fahre jetzt langsam die Kante hoch. Über die Hecken komme, Stein jetzt schon mal ins Wasser runter. Gehe jetzt direkt mit meiner Hauptschnur hier in den Reißleinenumlenker rein, schicke sie ein.
perfekte Umlenkung in der Pose. Wir wissen natürlich nie, an welchem Platz jetzt zum Anfang der Fischerei die Welse unter die Hecken jagen, unter die Hecken rauben. Deswegen probiere ich immer ein bisschen zu staffeln, auch in unterschiedlichen Wassertiefen dann, also in unterschiedlichen Wassertiefen unter den Hecken, die U-Posen anzubieten. Auch dieser ganze Angelbereich hier unter diesen überhängenden Büschen ist unterschiedlich tief, also nicht die gleiche Tiefe. Schön knapp über dem Wasser, alles vorbereitet. Die Ruten sitzen. Ich bin mal gespannt, ob jetzt in der fallenden Periode hier unter den Hecken die Welse auf unsere U-Posen treffen. Ich baller mir jetzt noch schnell was gegen mein kleines Hüngerchen rein. Und dann harren wir der Dinge, die da kommen werden. Drückt uns die Daumen. Heute Nacht hat ein sehr, sehr guter Freund von mir, der hier auch gerade dabei ist, der Gerhard Groß, Geburtstag, dass irgendwann heute Nacht, morgen früh, morgen Mittag ein Waller beißt, denn der Geburtstagswels wäre grandios. Und ich glaube, morgen gibt es dann auch hier ein richtiges Festmahl am Angelplatz. Das zeigen wir euch dann. Jetzt erstmal Ruhe einkehren lassen und mal schauen, was in der fallenden Flussperiode auf uns zukommt. An den Hecken geparkt, die U-Pose jetzt im fallenden Wasser und der erste Fisch ist am Band. Haarmontage perfekt gegriffen, beide Haken Wallermaul, 10 Gramm Free-U-Pose. Und Abfahrt.
wo er hergekommen ist, jetzt in der fallenden Periode am Fluss. Weil ich schneide den Umlenker ab. Hängt der Umlenker dran. Festhalten, Achtung. Achtung. Die zweite Aktion jetzt direkt unter den Hecken. Schlauchboot immer aufpassen. Montage perfekt gegriffen vorne. Sauber. Ja. Heil. Petri, Dank. Aus dem Schlaf gerissen. So muss das sein. Gut bei, mein Freund. Jetzt ist der Schlafanzug dreckig. Scheiß drauf. Hab noch eine Hose bei. So muss es sein. So muss es sein, ja. Schön aus dem Schlaf gerissen. Direkt unter den Hecken abgeholt. Umziehen. Und weiter geht's. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Alles Gute. Danke. Mein Günster. Danke. Einen wunderschönen guten Morgen. Zwei Aktionen kamen hier unter den Hecken. Die Route hatten wir eben noch einen leichten Anfasser. Müssen wir jetzt gleich mal kontrollieren, was da los ist. Zeigt definitiv, dass die Fische auch noch nach der steigenden Wasserperiode, wo sie in der Regel immer viel gefressen haben, jetzt auch in der fallenden noch stellenweise unterwegs sind. Und unser Plan, genau unter den Hecken die Köder anzubieten, jetzt erstmal gut aufgegangen ist. Wir werden auf jeden Fall noch eine Nacht hier dranhängen, nochmal die Ruten ein bisschen umsetzen. Das Wasser sinkt jetzt weiter, die Kante ein bisschen weiter runtersetzen, aber trotzdem probieren, unter den Büschen zu bleiben. Das wird noch eine Zeit lang dauern, bis die Büsche, die ins Wasser ragenden Äste komplett trocken liegen. Und ich denke, solange das hier noch der Fall ist, werden da noch Fische unterwegs sein und jagen. Die Tree-U-Poser, der Radaumacher unter den Büschen, hat Fisch gebracht. Und auch die ganz unauffällige, irgendwas ist da noch im Busch. Und auch die ganz unauffällige EVA-U-Pose. Ich teste da immer ein bisschen, um zu merken, ob es irgendwelche Unterschiede gibt. Bisher ist auf jeden Fall Fakt, ganz, ganz leichter Auftrieb, nicht zu viel Auftrieb, damit die Köder auch nicht in die Hecken reingedrückt werden. Da klingelt es, ja. Ganz, ganz knappe Köderpräsentation über Grund hat den Erfolg gebracht. 10 Gramm U-Posen. Eben hat es nochmal leicht geklingelt an der Route. Wir waren jetzt draußen zum Kontrollieren. Und wieder so ein Catweasel hier. So nennen wir es ja mittlerweile. Katzenwels. Wahnsinn. Unsere Köder sind fast so groß wie diese Teile hier, aber die ziehen sie sich komplett rein. Der kleine Haken der Haarmontage, komplett hier gegriffen im Maulwinkel. Also, aua, jetzt beißt er mich noch. Beißen auch auf den Kopf. Uiuiui. So, und der wird definitiv jetzt in die Pfanne wandern. Wahnsinn. Wahnsinn.
was da jetzt auf uns zukommt. Wir hatten es im Video schon, wo das Wasser gestiegen ist, dass die Teile hier unsere Köder angegriffen und teilweise richtig ausgesaugt haben. Jetzt geht's weiter. Über die nächsten Jahre hier am Fluss werden wir Welsangler definitiv hier neue Freunde haben. Wenn ihr auch mal das Glück oder das Pech, wie man es nennen will, haben solltet, so einen größeren Kettwiesel, so einen Katzenwels zu fangen, wir zeigen euch, wie ihr den ganz, ganz lecker zubereiten könnt. Das machen wir jetzt. Jetzt noch ein bisschen Salz und Pfeffer drauf. Zu portioniert ist es. Und da werden locker 3-4 Angler satt. Ist doch auf jeden Fall eine schnelle, willkommene, spannende Mahlzeit, wenn man so einen Kettwiesel als Beifang dabei hat. Und das wird in Zukunft definitiv öfters passieren. Wir sind wieder am Auslegen. Heute Nacht war da ja dabei, wie hier der Biss drauf kam und ihr habt gesehen, ich musste die Reißleine mit der Schere durchschneiden, weil sie nicht weggeknallt ist. Und da kann ich euch einen Trick verraten, einfach einen kleinen Knoten reinmachen, dann knallt sie schneller weg. Wir haben jetzt eine 35er benutzt, die soll ja auch unsere Montage hier unter den Büschen halten. Aber wenn sie euch zu stark sein sollte, kleinen Knoten in die Schnur, dann wird sie verjüngt, reißt schneller. So, setzen wir sie wieder neu. Wichtig ist, dass eure Umlenker für die U-Posen-Montage hier unter den Hecken schön tief hängen, also nicht zu hoch, dass die Schnur auch schön in die Hecken mitfällt und keine Scheuchwirkung für den Wels bietet. So, die nächste Montage sitzt. Post ab. Da geht die Post ab. Ich fahre ein bisschen. Thank you.
denn jetzt? So, ich habe die Hose schon wieder aus. Hast du Zeit für den Stress? Freies Wasser hier draußen. Alles gut. Kommt jetzt langsam. Schönes Ding. Und wisst ihr, was das Beste ist? Gerhard hat heute Geburtstag und kriegt pünktlich sein Geburtstagsgeschenk an die Route. Petri, Donatello. Okay, dann schicken zurück in die ewigen Jagdgründe. Bye bye. Bye bye. Schöner Bullermann. Petri. Petri, Dank. Super. Wahnsinn. Die nächste Nacht bricht herein. Bin gespannt, ob wir unter den Hecken hier nochmal Fisch abholen können. Hattel konnte ja heute seinen Geburtstagsfisch landen, dickes Petri dazu. Und da hat er sich jetzt richtig was Schönes als Geburtstagsschmaus einfallen lassen. Heute wird richtig aufgekocht, denn wir haben auch Gäste. Wen hast du da mitgebracht, Donatello? Der war da oben am Damm laufen und der hat uns das Schwein erschlagen und gebracht zum Essen. Unser cooler Ötzi. Ja, mega, ich freue mich. Cooler Freund von uns. Ich hoffe, er bleibt zum Essen. So, unser Neandertaler-Topf ist ready. Schauen wir mal rein. Ui. Ich glaube, das kann was. Kraft tanken bis zum nächsten Fisch. Steht, lässt ihn stehen, genau. Der nächste starke Fisch hier, direkt im fallenden Wasser, an den Hecken, nah geparkt, die U-Pose. Sieht richtig gut aus, sieht richtig gut aus. Fallendes Wasser, gute Fänge sind doch möglich. Solid Bank ist richtig rum. Uiuiui. Alter Falter. Was ist dein Schluss jetzt? Alter.
Dieser Fisch. Dafür kämpfen wir hier. Riesenfischmischel, Riesenfisch. Alter Falter. So, und jetzt schön Druck halten und vom Boot weglassen. Halten, genau. Riesenfisch. Riesenfisch, Riesenfisch. Riesenfisch. Jetzt in der fallenden Wasserperiode, Riesenfisch. Wahnsinnsding, Wahnsinnsding, Wahnsinnsding. Solid Bank Power. So, guck dir das Ding an hier. EVA-U-Pose. Immer wieder eine starke U-Pose für gute Fische. So, Achtung. Achtung, 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 dass wir hier aus dem Boot rauskommen. So, jetzt guck ich mal, wie ich da rankomme. Großer Fisch, richtig großer Fisch. Michel, ich hab deinen Traumfisch. Nehmen wir frei. Ich hab deinen Traumfisch. Guck dir mal an, was jetzt hier für eine Rakete reinkommt. Richtiges Ding. Alter Falter, guck dir diesen Fisch an. Petri Hammermann. Petri, danke. Heil. Guck dir diesen Fisch an. Ach. Wahnsinn, Wahnsinn. EVA-U-Pose weggeballert. Und ganz hier an der Seite die Haarmontage. Die hatten gebracht, so wie ich es euch schon auf meinem YouTube-Kanal erklärt habe, wie ihr sie bauen müsst. Eine richtige Bombe, eine richtige Bombe. Bis später. Dicht an den Hecken beim fallenden Wasser. Bei 37, die U-Posen ganz knapp an den Büschen abgeparkt. Jetzt hier in der fallenden Periode am Fluss ein Fisch der 90 Kilo Klasse. Und der Michel, dem fehlt der Atem. Aber im Drill ging es auch schon ganz schön vorwärts. Also diese Fische fordern wirklich eure kompletten Kräfte, komplette Konzentration. Das sind echte Endgegner. Petri Heil. Petri, Dank. Hammer. Wahnsinn. Du bist eine süße Maus, du. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, bella, ciao, bella, ciao. So geht doch ein italienisches, ganz bekanntes Lied. Und wir sind wirklich mega happy, ja, solche Fische hier fangen zu dürfen. An diesem fantastischen Fluss, in diesem fantastischen Land. Und immer große Abenteuer zu erleben. Wahnsinn. Und am meisten macht es uns stolz, dass der Plan dicht unter den Hecken jetzt in der fallenden Flussperiode, wo ja so viele Wallerangler vor Angst haben, die sagen ja immer fallendes Wasser, Fänge sind rum, Waller sind vollgefressen, aber ich behaupte, dass gerade die Periode, wo wir auch viel besser erkennen können, wie die Zugruten der Fische sind, wo das Wasser aus dem Land wieder rausläuft, wo die Nahrung nach dem Hochwasser zurückströmt, genau dort müssen die Fallen sitzen. Und da muss man wirklich Mut zum Gras haben, zu Ästen, zu Büschen. Denn genau dort ziehen sie lang. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Glück am Wasser. Vielleicht sehen wir uns irgendwo mal unterwegs. Alles Gute für euch, dicke Fische. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan. Ciao, ciao.